Liebe Schwestern und Brüder, je nach Bundesland befinden wir uns noch in der Sommerferienzeit. In Rheinland-Pfalz laufen die Ferien noch, in NRW sind sie gerade zu Ende gegangen. Und ich hoffe, viele haben sich gut erholt, haben die Natur, die Schöpfung Gottes genossen und hatten eine schöne Ferien- und Urlaubszeit. Und mitten in diese, ich sag mal, schöne Zeit, schöne Atmosphäre hinein werden wir aber an diesem Sonntag mit einem Evangeliumstext konfrontiert, der dazu mal so gar nicht zu passen scheint. Jesus sagt, er sei gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, ein Bild für das Gericht Gottes. Und er sei nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Familien werden gegeneinander stehen, 2 gegen 3, der Vater gegen den Sohn, die Mutter gegen die Tochter und so weiter. Und am Ende dieses Textes hören wir im Gottesdienst dann doch wieder Evangelium, also frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Was bitteschön soll daran frohe Botschaft sein? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage erschließt sich nicht, wenn wir den Text nur für sich isoliert sehen, sondern nur dann, wenn wir den Blick auf die gesamte Botschaft Jesu weiten. Dann zeigt sich mit diesem Text, dass Jesus schlicht und einfach Realist ist. Er weiß, dass seine Botschaft und auch er selbst nicht immer nur auf Akzeptanz stößt und stoßen wird, sondern er selbst hat Ablehnung und Unverständnis erfahren und so ging es in der frühen Kirche weiter und so ist es bis heute. Und ich glaube, mit diesen Worten möchte Jesus uns darauf vorbereiten. Ja, der Weg des Glaubens, der Weg der Nachfolge Jesu ist nicht immer ein einfacher. Aber wenn wir auf die gesamte Botschaft Jesu schauen, sehen wir, dass es ein Weg ist, der sich lohnt. Denn er verspricht Großes. Er verspricht natürlich einerseits die ewige Heimat bei Gott. Aber auch in diesem Leben dürfen wir schon Gottes Liebe, seine Zuwendung, seine Nähe erfahren. Und das ist etwas Großes, für das es sich auch lohnt, mal einen Weg zu gehen, der schwierig ist. Und ich glaube, dieser Text hilft uns zu verstehen, dass Jesus das weiß, dass er weiß, dass es für uns nicht immer einfach sein wird. Aber Jesus weiß auch, dass wir gerade dann seine Kraft, seine Unterstützung besonders benötigen. Und ich glaube, so können wir tatsächlich auch aus solch einem Text Zuversicht mitnehmen. Ja, der Weg des Glaubens ist nicht immer einfach. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus ihn mit uns geht und uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Denn er ist seiner Zusage treu. Er ist der Gott mit uns. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pastoralreferent Simon Blumberg.